Lieber Stammapostel, liebe Bezirksapostel, euch und eurer Begleitung ein herzliches Willkommen von der versammelten Gemeinde und besonders von der darbietenden Jugend. Der Himmel ist offen und in euch nah. Gott schenke eine hehre, beseligende Stunde. Kraftvoll erklang von der neuen Orgel und im Orchester die Melodie des ehrwürdigen Chorals: Ein feste Burg ist unser Gott. Wahrhaft fest wie eine Burg steht auch dieses Gotteshaus. Es hat starke Mauern, ist offen als Zuflucht und bietet Schutz. Genau 100 Jahre zählt die Geschichte der Leipziger Gemeinde. 1912 wurde diese Kirche geweiht. Die Stammapostel Niehaus, Bischof, Streckeisen, Urwühler und Fehr haben in ihr dem Volke Gottes das Evangelium verkündet. Mancher Apostel war zu Besuch. Doch erstmals sieht die Kirche alle amtierenden Bezirksapostel der Erde um den Stammapostel versammelt. Einmütig im Beten und Arbeiten, wie einst die Apostel Jesu in der Halle Salomos in Jerusalem. Das Volk hielt groß von ihnen, lesen wir in der Apostelgeschichte. Wir halten Großes von euch im Werke Gottes. Groß ist die Macht, die euch sendet. Groß ist die Kraft, die ihr spendet. Das ist die feste Burg Gottes in unserer Zeit, dass unverbrüchlich treu, einmütig und eins ihr seid. Fest hält Christi Sinn und Geist euch umschlossen und ist durch euch auch auf uns ausgegossen. Ihr bringt Jesu Lehre und Opfer uns dar, verkörpert, bestellt Christi Gnadenaltar. Ihr bildet und schmückt uns zur Braut für den Herrn, haltet von Irrtum und Laster uns fern. Ihr richtet und fördert den Sinn uns nach oben, damit wir dann ewig Gott dann dort loben. Wo heute ihr alle versammelt hier seid, in Liebe und Freude, in Einmütigkeit, entnehmt aus den Tönen der Musik, dem Gesang, fürs Dienen und Segnen unseren herzlichen Dank.
Ich weiß, ein Herr.